Hallo Freunde, heute bin ich mal wieder im Garten unterwegs. Heute gibt's viel Arbeit. Zeige ich euch gleich. So, soweit ist jetzt hier alles angebaut. Das war das letzte, was ich gemacht habe. Flugsalat, muss ich sehen. Spargelsalat. Da sind noch ein paar Reste, die ich untergebracht habe. Und da völlig verrückt, wie der Spinat gewachsen ist. Innerhalb der letzten 2-3 Tage. Ne? Jetzt müssen wir noch ein paar Tage warten, ist er geschossen. Dann können wir gar nicht essen. Und genau, so der Feldsalat, der war vor 2-3 Tagen, war der noch wunderbar. Und jetzt ist er auch schon am Schießen. Ja, gut, nicht nur nichts. Mitnehmen, was noch geht. Im Rest Kompost. Ah, hier kommt schon das erste gesäte Zeug. Was war das? Sieht aus wie Radieschen. Hier ist noch nichts los. Hier kommt wieder was. Mairübe. Und die Erdbeeren haben sich auch wieder erholt. Die haben ja ganz mies ausgesehen vor 2-3 Wochen noch. Und die rote Beete aus dem Halterring holt sich auch wieder. Hier kommt wieder was. Dicke Bohnen sind im Anmarsch. Sehr gut. Sind noch nicht ganz so dick, aber werden. Hier rührt sich auch was. Das war mal Radieschen mal wieder. Hier nichts. Knoblauch, nichts zu sehen. Aber hier, nächste Generation Spinat. Vor 3 Wochen angesät. Wächst ganz gut, sind verschiedene Sorten. Oh, der Kohl schießt auch. Er schießt alles. Ja, muss der auch noch raus. Hier gibt es noch eine Zuckererbse. Die wachsen auch schon. Also, läuft doch. Schauen wir noch mal kurz das Gewächshaus, was da los ist. Okay. Hat sich auch alles vom Vereinzeln gut erholt. Ja. Wird doch. Der Lauch muss noch vereinzelt werden. Der wächst noch mal weiter. Als Kohlrabi, Kopfsalat. Naja, teilweise sind sie abgefreckt hier hinten. Ja, ein paar Todesfälle gibt es halt auch immer. Das ist halt so. Hier haben wir es mit Knollensellerie zu tun. Hier mit Eissalat. Ja. Gießen. Ja, hier unsere Handdusche, wie das Ding heißt. Kann ich euch mal einen Link setzen, wo es das zu kaufen gibt. Irgendwo auf Amazon. Verdammt praktisch. Angesetzt mit der Breda-Erde im Fertigbenutzer von der Firma Lindchen. Ja, die speichert Feuchtigkeit ganz gut, da muss man nicht zu oft gießen. Also da reicht es alle 4-5 Tage mal, wenn man vorbeischaut. Der Garten doch ein bisschen weg ist von unserer Wohnung. So. Und dann unsere Saatkartoffeln. Die haben auch langsam Triebe. Können wir langsam mal drüber nachdenken, die ins Feld reinzubringen, wenn man mal Zeit hat. Genau. So, und heute mal zu tun. Alle Bokashi-Eimer sind voll. 4 Bokashi-Eimer
sind jetzt voll, haben 2 Wochen fermentiert. Jetzt müssen wir sie ins Feld reinbringen. So sieht es aus. Mit Mikroorganismen und mit Pflanzenkohle präpariert. Perfekte Dünger, die Würmer warten schon, gespannt. Haben sich schon ein paar beschwert. Und jetzt kriegen sie es. Ja. So. Alles beste Bio-Abfälle. Viel zu schade für die Tonne. Und dann müssen wir natürlich hier noch Sachen vereinzeln. Die sind jetzt aus dem Wohnzimmer. Die haben wir unter UV-Licht vorgezogen. Hier sind Tomaten. Und Chili und Paprika und sonstiges Zeugs. Müssen wir uns näher anschauen. Und hier ist jetzt keine Sperrmüllablagerung, sondern da ist ein ganz großer Renner drin, Kaffeesatz. Jetzt sammle ich immer in den Rastanlagen ein. Zum Beispiel auf der Autobahn. Die haben Riesenmengen. Also die 3 Säcke, die habe ich jetzt, alle 3 Wochen kriege ich 3 Säcke ungefähr. Und das ist auch sehr guter Dünger. Es hat ungefähr 1-2% Stickstoff drin. Und eignet sich sehr gut, das überall einzuarbeiten. Besonders unter Beeren ist es sehr gut geeignet. Ja, das müssen wir alles noch auspacken. Das ist in kleinen weißen Säcken drin, das kommt aus der Kaffeemaschine. Und die sammeln das für mich. Das wird normal auch in den Abfall geschmissen, aber ist auch viel zu schade dafür. So, hier habe ich Kaffeesatz, den habe ich das letzte Mal schon gebracht, also von der letzten Lieferung. Dann habe ich alles raus aus die blauen Säcke und habe ihn hier zum Trocknen hergelegt. Das ist wunderbar. Wenn der trocken ist, kann man auch lagern in Säcken. Das ist eigentlich gut. Und der Kaffeesatz, der wird ja wirklich überall bei mir eingearbeitet. Hier ist ein bisschen, hier in dem Hochbeet. Da habe ich eine ganze Lieferung reingearbeitet. Es wird immer weniger sichtbar. Oder um die ganzen Beerenbüsche. Hier. Um die Weintrauben. Da kann man immer einen 20 Liter Eimer hinkippen. Überhaupt kein Problem. Die Kirsche. Das ist wie eine Kaffeeplantage. Aber hier mein Pfirsichbaum. Riesen Haufen hingekippt. Und so weiter. Ich habe jetzt hier ein paar Hackschnitzel aus dem Beet raus, weil es zu viele waren. Die tue ich jetzt mal hier zwischenlagern. Und was das Schöne ist, es ist immer feucht drunter, auch wenn es mal 2 Wochen nicht geregnet hat. Und es ist alles voller Regenwürmer. Das ist total verrückt. Das ist ja eine richtige Landplage geworden. Die Regenwürmer bei mir. Hier ist einer. So, alles krabbelt hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier krabbelt's. Hier ist wieder einer. Ich halte einfach mal die Kamera drauf, dann schauen wir mal, was sich hier bewegt. Also da ist wirklich Leben im Boden drin und es wird von Jahr zu Jahr scheinbar besser, wie mir das vorkommt. So, hier kommt unser Bokashi rein. Jetzt habe ich mal die Hackschnitzel weg. Hier krabbelt auch alles, alles voll Regenwürmer. Jetzt mal durchhacken. Erstmal ein bisschen hacken, eng lockern. Ah, das sind ein paar Kartoffeln vom letzten Jahr, super. Noch gleiches Abendessen. Ja. Das ist ein Nachteil, die Hackschnitzel vergisst man ab und zu mal. Mit meiner Kupferhacke natürlich ein Spurenelement Kupfer in den Boden reinzubringen. Hier ein wenig vorhacken.
Okay. So, jetzt gehen wir die Eimer einfach rein, einen nach dem anderen. Brühe auch schön rauslassen. Zwei, drei Wochen ist das alles weg. Außer die Orangenschalen, die brauchen wir länger. Aber alles beste Bio-Ware. Die Eimer braucht man auch gar nicht groß sauber machen. Das dient dann wieder als Ansatz für die nächste Fuhre. So. So, hier mit der Schaufel, das muss man dann rauskratzen. Wir tun da alles in die Eimer rein, außer Fleisch. Servus! So sieht es aus, so unappetitlich. Aber jetzt Ostergeschenk für die Gartenbewohner. Also den verteilen, dann durchs Reinhacken leicht oberflächlich und den Rest regelt die Natur. So, das Wichtigste vergessen. Kaffeesatz drauf. Okay. So, hier ist unser Kaffeesatz. Mal ruhig ein paar Schaufeln draufhauen. So. Ich spare nicht damit. Wegen der Boden wird sauer, also bei mir wird nicht sauer. Da wird viel dummes Zeug geredet. Bei mir wächst regelmäßig mehr, wie was wir brauchen. So, jetzt habe ich es grob eingehackt. Jetzt müssen wir unsere Hackschnitzel wieder zumachen. Und dann lassen wir es mal drauf regnen. Und dann verrottet es in kürzester Zeit.
So, fertig. So, jetzt haben wir unser ganzes Zeug aus dem Wohnzimmer, das vorgezogene vereinzeln. Ganz schöne Arbeit. Und unsere Tomaten sind wunderbar geworden. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass man nichts abbricht. Natürlich gleich mit einem größeren Topf neu. Zum Beispiel die hier. Da verwende ich die Schwarzerde von Lindkind. Das ist perfekte Erde mit Pflanzenkohle drin, Mikroorganismen, Urgesteinsmehl, alles Mögliche. Das spare ich jetzt auch nicht beim Vereinzeln. So, ich mache den ganzen Topf voll. Das kommt ja dann, wenn man es auspflanzt, mit ins Beet und düngt dann die Pflanze. Wunderbar. So, setzen wir die erste rein. Dann hier den Kiefer setzen. So, die Schaschlikspieße aus dem Supermarkt, gibt es ganz billig, die stelle ich jetzt da ein bisschen mit hin. Um sie zu stabilisieren. Die Geschichte. Und natürlich gleich mal gießen. Umtopfen macht durstig. Okay. Nummer 1. Und wie gesagt, der Vorteil von dieser Terrabreda-Erde von Lindkind ist einfach, dass die Flüssigkeit speichert und du musst nicht jeden Tag gießen. Was auch ganz schön stressig ist, wenn der Garten nicht direkt am Haus ist, sondern alle 4-5 Tage reicht auch aus. Ne? Natürlich, umso öfter, desto besser. Aber warum soll ich das Leben immer schwer machen? So, der nächste. Lassen wir erstmal die Köpfe hängen für ein, zwei Tage und dann haben sie sich dran gewöhnt an ihre neue Wohnung. Ja, vielleicht suche ich doch ein paar größere Stäbe. So, wir stellen jetzt dann die Gartenhütte an vereinzeln und hoffen, dass da kein Frost reinkommt. Wenn ja, dann müssen wir es wieder ins Wohnzimmer mitnehmen. Oder erfrieren lassen. Das natürlich nicht machen. Oder die Hütte heizen mit einem Gewächshaus oben. Nummer 2. Das ist Wasser. Die einmal schön durchdrängt ist die Erde. Und passt. Nicht schlimm? Nee. Ja, dieser angemessene Stab. Reicht für nächsten Wochen. Jetzt Mitte April, schon in 4 Wochen, wenn die Eisheiligen rum sind, dann nehme ich mir an, dass die eine vernünftige Größe erreicht haben. Bringen wir doch sauschnell ab, die Dinger. So, nur noch schnell den Kaffeesatz vereinzeln. Jetzt kommen lauter so kleine Säcke, weil das so in der Kaffeemaschine ist im Behälter. Also jeder kennt doch jemanden aus einer Rastanlage oder Italiener mit Espresso-Maschine. Also, ich habe genug Kaffee gesoffen in Deutschland, scheinbar. Nicht wissen, was die verdienen. Das ist wieder Kaffee 3-4 Euro. Die machen jeden Tag ein paar 100 Stück. Also wird mehr verdienen wie mit Sprit. Also, wenn du in der Küche anfängst, Kaffeesatz zu sammeln, wenn du so eine Schubkarre voll hast, brauchst du ein paar Wochen. Wahrscheinlich kannst du dann nicht mehr schlafen. Lauter Kaffee. Was noch interessant zu wissen ist, mit dem Kaffeesatz, wenn man den um einen Baum rumstreut, einen Apfelbaum oder sonst wo, dann gehen die Ameisen auch nicht mehr so hoch. Muss man allerdings ständig erneuern, aber das hilft auch gegen Ameisenplagen. Und keine Ameisen haben auch anderes Ungeziefer weniger.
mal ausprobieren. So, die Hütte wird langsam voll. Es ist nur einiges vereinzelt, insbesondere Paprika, Chili, Tomaten. Da. Reicht für heute. Und Flugkarte. Flugkarte war reich. Auch alles voll. Schubkarte ist wieder rein. Kompletten Kübel Kaffeesatz haben wir auch geerntet. So, dann haben wir heute genug gemacht und können langsam nach Hause gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Frohe Ostern, vielleicht geht es morgen schon weiter. Müssen wir mal schauen, wie ich Zeit habe. Ciao, ciao.